Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Hearts auf meinem Kanal Matze. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir hier auf, ich glaube, der Black Pearl, oder? Müssen wir auf der Black... Nee, gar nicht. Wir sind nicht auf der Black Pearl. Wir haben ein Schiff geklaut und sind damit hierher geschwommen. Wir wollen eben mal kurz in den Shop reingucken, ob es hier neue Sachen gibt. Ja, gibt zwar Sachen... Aber alles nichts Wildes, nichts Interessantes. Das brauchen wir nicht. Dann schnacken wir mal mit ihr. Als ich klein war, stieß unser Schiff auf Will. Wie er im Wasser trieb. Nachdem wir ihn an Bord geholt hatten, sah ich, was er bei sich hatte. Ach, ist nicht so wichtig. Okay. Ein Geheimnis? Hier werden viele Lebensmittelrationen gelagert. So, von da kommen wir gerade. Und dann gehen wir mal raus. Auf der Interceptor sind wir, genau. Auf der Interceptor. Die Interceptor. Ich bin sicher, Jack kriegt das hin. Er sieht mir nach jemandem aus, der in jeder Situation zurechtkommt. Ja, so ungefähr sieht das aus. Also die Menschenkenntnis von Goofy ist gut. Ich traue Piraten auch nicht, aber ich hoffe, Jack ist in Ordnung. Wir müssen uns zuerst Elizabeth zurückbringen. Wir müssen zuerst Elizabeth zurückbringen. Also zurück nach Port Royal. Stimmt, wir haben Jack zurückgelassen. Mit dieser Glocke verkündet man wohl, wie spät es ist. Und bringen jetzt erstmal Elizabeth weg und dann retten wir vielleicht auch noch Jack, Captain Jack Sparrow. Wir sollten besser zurück nach Port Royal. Dort sollten wir in Sicherheit sein. Ja, dann gehen wir mal nach Port Royal. In Seestechen. Wir sind bereit... Bereit, uns in den wilden Kampf zu stürzen, ja. Alter. Ach so, die müssen wir immer ins Mondlicht holen. Sonst kriegen wir die nicht. Alter. Er hat aber auch ein gutes Durchhaltevermögen. Der Junge. Komm schon. Alter, die halten aber auch viel aus. So haben wir den auch. Die bringen auch ordentlich Erfahrung. Von dem her ist das schon in Ordnung. Zack, alle hier platt gemacht. Läuft bei uns. Piraten. Ihr habt gesagt, ihr hättet Barbossa meinen Namen als euren genannt. Wieso meinen Namen? Ich weiß nicht. Elizabeth, woher habt ihr das? Das gehört euch. Ihr trug es um den Hals, als wir euch aus dem Wasser bargen. Ich dachte, ich hätte es am Tag meiner Rettung verloren. Es war ein Geschenk von meinem Vater. Er hat es mir geschickt. Bitte vergebt mir. Daran kann ich mich aus dem Film gar nicht erinnern. Wieso habt ihr es an euch genommen? Weil ich befürchtete, dass ihr ein Pirat seid. Das wäre schrecklich gewesen. Natürlich. Seht ihr denn nicht? Sie brauchten nicht euer Blut. Sie brauchten das meines Vaters. Mein Blut. Das Blut... eines Piraten. Das heißt, sie sind jetzt hinter ihm her und deswegen werden wir auch noch einiges mit denen zu tun kriegen. Von dieser Insel zu fliehen. Als du mit meinem Schiff davon gesegelt bist und mich auf diesem gottverlassenen Fleckchen Land ausgesetzt hast, mit einer Pistole und einem einzigen Schuss als Ausweg, ist dir was Wichtiges entgangen, mein Guter. Ich bin Captain Jack Sparrow. Diesen Fehler begehe ich nicht nochmal. Wie wär's? Warum lassen wir beide die Vergangenheit nicht ruhen? Du löst meine Fesseln und lässt mich die Rückgabe deines Medaillons aushandeln. Ha? Was sagst du dazu? Wenn ich bedenke, dass die Black Pearl jetzt mir gehört, Jack, wäre deine Freilassung wohl kaum ein allzu kluger Schachzug. Ach, was für dich klug ist oder nicht, kümmert mich nicht im Geringsten. Gib mir die Pearl zurück. Los, sperrt ihn in die Arrestzelle.
Wir nähern uns der Interceptor! Was sollen wir tun, Captain? Na, was tun wir wohl, du Idiot? Angriff! Das werden sie wohl tun. Will, seht! Was jetzt? Ich frag mich, was Jack tun würde. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich Reis ausnehmen? Klingt vernünftig. Oh shit. Will! Alle ducken, schnell! Oh. Dann müssen wir eben kämpfen. Genau. Ich glaube, gleich kommt so eine Kampfsequenz, wo man zwischen den beiden, kann es sein, zwischen den beiden Schiffen hin und her springen kann? Bin ich mir gar nicht sicher. Oh, das sieht doch so ein bisschen so aus. Besiege alle Piraten und beschütze das Medaillon. Alter. Den haben wir schon mal. Den auch. Alter, ich stecke hier fest. Na, kommt her, meine Friends. Nein! Was mich nervt, ist, dass wir zu wenig gekillt haben. Weil die Erfahrung ist halt geil. Achso, wir müssen die sogar alle besiegen. Wir müssen die sogar alle besiegen. Guck, dann haben wir es einfach mal richtig verkackt. Aber ich glaube, die waren auch fast alle down. Das war irgendwie so ein bisschen kacke gelaufen gerade. So. Können wir das, jetzt kommt dasselbe Video nochmal, oder was? Hoffentlich können wir das überspringen. Krass, selbst das müssen wir nochmal machen. Die hatten wir doch eben schon einmal. Das ist ja mal richtig ätzend. Ich habe schon eine Idee, was ich dann gleich machen werde. Ich werde gleich den Drive aktivieren, wenn wir das nächste Mal gegen die kämpfen. So, haben wir den auch. Alter, wo läufst du hin? So. Haben wir das wieder gepackt? Wir müssen gleich definitiv den Drive aktivieren, damit wir ein bisschen mehr abziehen. Szene überspringen. Läuft, das ist schon mal gut. So kommen wir natürlich deutlich besser voran. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir eben waren. Und jetzt werde ich den Drive aktivieren. Das war nicht so gut. So. Ach so, man muss immer denjenigen killen, der gerade das Medaillon hat. Jetzt verstehe ich den Shit.
Das habe ich, deswegen habe ich es verkackt gehabt, weil die Zeit runtergelaufen ist. So, da sind wir nochmal ein Level gestiegen. So, irgendwie muss ich mir jetzt mal den holen, der das Medaillon hat. Der ist das ja auch gar nicht. Da. Da ist das Medaillon aufgetaucht. Sauber. So. So, haben wir es wieder geklärt. Hier ist das Medaillon. So. Wo ist... Der hat das Medaillon jetzt. Dann wollen wir den jetzt gleich mal wieder austreiben. Huch. Alter, ich fliege hier immer in die Bomben rein. Komm raus aus dem Nichts, mein Freund. Was können wir eigentlich hier machen? Wir können auch eine Kanonenkugel abfeuern. Ach so, wir hatten... Ah, hat schon wieder jemand. Schon wieder jemand, das Medaillon. So, mit denen nochmal. Wo ist jetzt der? Da. Immer schön rauf da. Hol dir das Medaillon schnell zurück. Hab ich. Dann feuern wir jetzt nochmal. Anscheinend müssen wir so gewinnen. Denn sonst hat das, nimmt das hier alles gar kein Ende. Oder? Zack. Jetzt haben wir es geklärt und alle sind nochmal ein Level aufgestiegen. Das war's für die Piraten. War es das? Jack. Oh, sind umzingelt. Also dann, mein Medaillon, Kleiner. Es sei denn, es ist dir wichtiger als ihr Leben. Barbossa, lasst sie frei. Nur zu, Bursche. Schießt. Wir können nicht sterben. Ihr könnt es nicht. Ich kann es. Mein Name ist Will Turner. Mein Vater war Stiefelriemen Bill Turner. Sein Blut fließt in meinen Adern. Hä? Auf mein Wort, tut, was ich sage. Oder ich drücke ab und ich versinke auf den tiefen Meeresgrund. Was fordert ihr, Mr. Turner? Elizabeth kommt frei. Und Sora, Donald und Goofy auch. Sonst noch etwas? Verschwindet. Oh. Einverstanden. Wir verschwinden. Aber die Herzlosen bleiben. Oh. Verdammt. Fiese Bande. Aber damit wären wir auch noch fertig. Gute Arbeit, Barbossa. Wer hätte gedacht, dass das so einfach werden würde? Barbossa, ihr seid ein Feigling. Das war das letzte Mal, dass ich einem Piraten vertraue. Die Pulverfässer sind bereit, Captain. Dann sage ich, lebe wohl. Was machen wir denn jetzt? In die Luft fliegen werden wir? Warum sich abmühen, Partner? Ein Pirat weiß...
wann es Zeit ist, aufzugeben. Ist das dein Ernst, Jack? Captain Jack, nun ein Durchschnittspirat zumindest. Wir müssen uns als erstes um das Schießpulver kümmern. Ich werde dieses Schiff auf keinen Fall verlieren. Ich habe immer noch nicht vor, Piraten wieder zu vertrauen. Sehr schlau von dir, Junge. Wir könnten jetzt Sparrow mit ins Team reinnehmen. Nein, wir müssen ihn im Team reinnehmen. Somit wird Donald dabei uns bleiben. Denn, ihr wisst es, Donald hat den Vorteil, dass er... Oh, warte mal, das hier können wir nochmal reinnehmen. Dass er heilen kann, was Goofy nicht kann. Somit ist es halt nochmal... Ist er nochmal ein ganzes Stück stärker als Goofy. So. Zumindest fürs Team. Oh, hier ist ja gar nichts angelegt. Vor dieser Attacke gibt es kein Entkommen. Regensturm wirft kontinuierlich Waffen auf das Ziel. Glücksboost anlegen. Itemboost anlegen. Defender-Schild anlegen. Autolimit anlegen. Autoheilung anlegen. Charmeur brauche ich eigentlich jetzt nicht. Ausgewogen. 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 Schatzinsel. Mit dem Kommando Limit können Captain Sparrow und Sora ihre gemeinsame Attacke Bluff auslösen. Verbraucht Soras kompletten MP-Vorrat. Okay. Legen wir auch an. Ja, und Charmeur geht jetzt auch nicht mehr. Von dem her alles easy. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Okay. Wir können jetzt zumindest einmal speichern. So, wie viele Level sind wir aufgestiegen? Ein Level. Manchmal kommen irgendwelche Sachen dazu, dabei sind wir gar kein Level aufgestiegen. So. Er läuft uns hinterher. Sie haben überall auf dem Schiff Sprengladungen angebracht. Ihr müsst sie über Bord werfen, sobald ihr an Deck seid. Wer weiß, was sie noch alles getan haben. Seid bitte vorsichtig. Ja, hier gibt es immer noch nichts Neues. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Entledige dich der brennenden Pulverfässer. Wow, wow, wow. Das ist ja bisher sehr easy. So, nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Kann man ja auch mal machen. Bevor wir hier alles zu Ende bringen. Okay, das ist diese Bluff-Ultra-Attacke. Eigentlich wollte ich die gar nicht einsetzen. Das war eher so aus Versehen. Und ein Bonus. Ach guck, das sind einfach nur Bonus. Das ist gar kein Level-Up, sondern das ist ein Bonus. Alles klar auf Deck. Und wieder muss ich zusehen, wie dieser Barbossa mit meinem Schiff davon segelt, aber schon bald gehört sie wieder mir. Exactly. Ihr bleibt hier beim Schiff, meine Liebe. Kommt gar nicht in Frage, Will könnte da drin sterben. Dem guten William geht es blendend, glaubt mir. Ich bin keine Närre, Jack. Dann glaubt bitte mir. Sora, Donald, Goofy, bringt Will unversehrt zurück.
Das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Kingdom Hearts sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und falls ihr einfach nicht genug davon kriegen könnt, dann schaut nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr noch die komplette Playlist von Kingdom Hearts 1. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.